Ja, hier mal wieder als Ausgangslage für dieses Video ein Zitat, in dem Fall von Lao Tse. Das habe ich ja schon öfter zitiert, diesen alten chinesischen Philosophen, mit dem es sich meines Erachtens wirklich lohnt, auseinanderzusetzen. Und er beschäftigt sich natürlich, wie soll es anders sein, mit dem menschlichen Leben. Und möchte mal zitieren und eben auch dazu kommentieren, das heißt diese Kommentare dann reingeben. Das Leben braucht gar nicht nach Anerkennung zu trachten. Es wird von ganz selber anerkannt, denn es zeugt, es nährt, mehrt, pflegt, es vollendet, hält und deckt alle Wesen. Es erzeugt ohne zu besitzen, es wirkt ohne festzuhalten. Es fordert ohne zu beherrschen. Darin besteht das Geheimnis des Lebens. Dieses Leben ist jenseits der Gegensätze, innerhalb der Erscheinungswelt und vereinigt sie. Wohl ist es stark und herrlich in sich selbst, aber es weilt ganz ruhig in Schwachheit und Schande, ohne den Versuch zu machen, sich herauszuarbeiten, gerade in diesem Gegensatz des Schatzes zum geringen Gewand dessen, der ihn trägt, beruht die ungehemmte Wirkung. Denn durch diese Stellung behält es die gesammelte Kraft, die sonst durch das Streben nach einer Seite verbraucht wird. Diese Kraft erneuert sich immer, und während sie keinen Widerstand weckt, ist sie doch immer imstande, das zu tun, was der Augenblick an Tätigkeit erfordert. Wer so das Leben in der Hand hat, der ist wie ein Kind, das auch den größten Gefahren arglos und sicher begegnet. Und das ohne Ermüdung die größten Anstrengungen übersteht. Soweit dieses Zitat von Lao Tse. Sehr interessant, wie ich finde, weil wir oft glauben oder weil wir oft denken, weil wir oft wollen, dass wir das Leben ja auf unsere Art und Weise manipulieren, fördern, umstrukturieren, daraus was machen, konditionieren natürlich. Aber das Leben läuft einfach. Es ist da und wir können es laufen lassen. Und es braucht in dem Sinne keine Anerkennung. Es ist für sich das, was es ist, lebenswert im wahrsten Sinne des Wortes. Und es erkennt sich ganz von selbst an. Du brauchst niemanden, der dich anerkennt. Du brauchst keine Machenschaften, Beweise, die man liefern muss, um das Leben anzuerkennen. Weil das Leben eigentlich alles macht. Es ist automatisch, es findet statt, es läuft, sobald es geboren worden ist, also existent ist. Es ist vollkommen, es ist vollendet. Es braucht keinen Besitz, keine Anhäufung, keine Mehrung. Keines ist nur mein und ich muss erreichen. Es gibt auch nichts festzuhalten. Weil wenn man mal verstanden hat, dass das Leben einfach läuft, wie es läuft und dass immer etwas kommt, dass immer eine Dynamik vorhanden ist, dann brauche ich keine Macht, dann brauche ich keine Beherrschung. Es läuft einfach. Und deswegen ist dieses Leben jenseits der Gegensätze der ganzen Erscheinungswelten, und da sind wir mitten der Dualität drin, Plus und Minus, Mann und Frau, gut und schlecht und so weiter. Es ist vereinigt. Es trägt alles in sich tatsächlich. Und dadurch ist es stark. Und es ist herrlich in sich selbst. Das ist die Botschaft. Und es weilt auch sehr, einfach sehr in der Schwachheit und ruhig. Ruhig in der Schwachheit und in der Schande, ohne den Versuch zu machen, sich daraus herauszuarbeiten. Und wie oft tun wir das im Leben, dass wir uns dann herausarbeiten wollen? Dass wir wieder ausgleichen, dass wir so viel rudern, um einen Ausgleich zu erreichen.
Und gerade in diesem Gegensatz des Schatzes zum, wie er sagt, geringen Gewand, also dieser äußerlichen Erscheinung dessen, der ihn trägt, beruht die ungehemmte Wirkung. Es ist einfach so. Denn dadurch behält es die gesammelte Kraft, die sonst eben durch unser Streben, und das tun wir ganz oft, unser Streben, um das nochmal zu unterstreichen, nach einer Seite verbraucht wird. Und dann haben wir einen Verbrauch und das kostet Kraft und Energie. Diese Kraft erneuert sich aber immer wieder. Und während sie keinen Widerstand weckt, ist sie doch immer imstande, das zu tun, was der Augenblick an Tätigkeit erfordert. Der Augenblick, der jeweilige Augenblick, der eigentlich das Unendliche darstellt, trägt das in sich, was ich brauche, um zu leben. Und dann sagt er eben tatsächlich zum Schluss, wer so das Leben in der Hand hat, der ist wie ein Kind, das auch den größten Gefahren arglos und sicher begegnet. Und um Gefahren handelt es sich ja immer wieder in unserem Leben. Und da können wir uns einfach immer wieder zurücklehnen praktisch und es geschehen lassen. Natürlich das Leben annehmen, daraus etwas machen. Aber die Kraft entsteht immer wieder erstaunlicherweise eigentlich aus dem Nichts, aus dem, was wir als Menschen nicht können. Das ist interessant. Und wie viel Aufwand betreiben wir immer wieder, um unser Leben richtig zu machen, ordentlich zu machen, um verzeihen zu können, loszulassen. Hier geht es ja praktisch auch um das Loslassen bei der Sache. Und einfach zu bemerken, dass es stattfindet und dass das Leben an sich, so wie es ist, das Eigentliche ist, das stattfindet. Ich finde es interessant, sich damit auch mal auseinanderzusetzen.